Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich, beziehungsweise jetzt Ungarn. Junger Mann, du kriegst mehr Schippermark. Es werden sogar noch 70. Soweit ich weiß. Der hat auch. Ja, genau. 30. Ah ja, genau, das wollte ich ja schauen. Ich wollte schauen, ob das dann, ob die Chips in irgendeiner Form einen Einfluss haben. Sieht nicht so aus. Wenn ich baue Truppen auch, aber sind wahrscheinlich noch nicht fertig alle miteinander. Nein. Was haben wir da? Begins Mobilization, Mobilization, Conscriptions, ja. Okay, wir brauchen mehr Gebäude. Wir können mehr bauen. Was wir als erstes machen werden, wir werden mehr Construction Levels bauen. Tatsächlich. Und zwar eins, eins, eins. Ach so, nein, warte mal, wir sollten das anders machen, wir sollten das so machen. Da du noch viele Peasants zur Verfügung haben, brauchen wir eher. Oh, das sollte reichen. Und nach der Construction machen wir außerdem, schauen wir außerdem den Markt wieder. Wir schauen, wir brauchen Möbel, Essen, Elektrizität, Öl, Nona, Holz. Kann man das vielleicht importieren? Hardwood, oder zumindest teilweise. Das Russland. Das ist so wenig, dass es quasi wurscht ist. Also irgendjemanden, den ich unbedingt haben möchte, dass er sich mir anschließt, nein. Blei. Auch zu wenig. Schon mal. Nope. Auch nichts. Na gut. Ah, Schwefel vielleicht. Chile. Wow, ein ganzes aus Chile können wir haben. Aber Griechenland ist gut. Kann man zwar auch nicht viel, aber was soll's. Kohle. Ah, schau, da ist der britische Markt überfüllt mit Kohle, sind wir überfüllt in Britannien. Wir brauchen 9000 Kohle, bist du irre, das ist so viel. Wir haben so einen Mangel an all diesem Zeug, das ist unfassbar. Das können wir ja alles nicht verkaufen. Na gut, nochmal zurück, wir haben einen Mangel an allem. In Wirklichkeit. Machen wir zuerst das S. Das ist einfach. Und dort noch welches haben. Zwanzig. Darauf 15. Und Zentralungarn hat auch keine Bauern mehr zur Verfügung. Ihre Nummer da auf 15. Großen auf 10. Den kann ich auch auf 10. Auch auf 10. So.
Möbel. In Wirklichkeit brauchen wir da echt riesige Mengen. 35, 20, da auch 20. Da 10, da 15, da auch 10, da auch 10. Passt. Oh, nur noch 15.000 in Südtransylvanien. Ehre. Da 10, da 10. Da 20. Da 5. Auch 5 dazu. Da auch 5 dazu. Schwefel. Haben wir praktisch nirgends mehr, oder? Mhm. Motorfabriken. Hannover. Okay, passt. Aber mehr. Wir sollten in Wirklichkeit mehr bauen. Konstantinopel brauchen wir auch noch 10 rein. So, dann brauchen wir natürlich Stahl. Für all das, was wir da gemacht haben. Mhm. Passt. Dann haben wir wieder einen Haufen Sachen in der Warteliste. Construction ist gleich fertig. Das ist gut. Das macht die Warteliste dann auch wieder kürzer. Okay, da sind wir stark interessiert. Wir wollen nämlich den Holländern helfen. Das wäre ursuper, wenn sie mich fragen würden, ob ich ihnen helfen kann. Bei mir in der Customs Union haben und. Und wir sind überhaupt die coolsten. Griechenland möchte einen Defensivpakt. Ja, machen wir doch glatt. Ah, wir haben wieder die Infamie auf unter 25 gedrückt. Gut. Machen wir mal den Krieg da bei den Holländern. Ich meine, ich würde euch auch was an, also ich würde es auch gratis machen, aber das sage ich euch jetzt natürlich nicht. Meine Lieben. Ah, Hessen-Kassel.
eine Obligation gegeben. Das war Hessen. Ah, das sind schon in meiner Customs Union. Das bedeutet... Machen wir ein Protektorat aus. Und wir sind wieder... Und wir sind wieder außerhalb der Freundlichkeitsgrenze. Über 25. Yay. Wir machen das hin und her die ganze Zeit. Schon. Ihr könnt uns wirklich bitten. Ich habe überhaupt kein Problem damit. So. Mein Protektorat kolonialisiert hier. Das ist ja cool. Hihi. Jetzt mal uns wieder kleiner. Jetzt sind wir wieder auf 30, na passt. Wir werden es überleben. Oh shit, das ist cool. Großbritannien hat den Krieg gegen Visore verloren. Wieso ist Missouri rot, wenn sie unabhängig sind? Die sind halt einfach rot. Na super. Können wir euch... Was habt ihr da in eurem Markt? Außer nichts. Farbstoffe. Aber das dafür in Unmengen. Können wir das importieren von euch? Fische habt ihr auch in Unmengen. Das ist toll bei uns. Fleisch und Tee hat es ja auch in großer Zahl. Zuckerfleisch und Tee. Und Kaffee auch. Wow, ich möchte ihn in meinem Markt haben. Gut, Stop Bankrolling. Nein, ihr bleibt drinnen. Ja auch. Aber diese Typen da zum Beispiel. Mhm. Ich will mich so auch in meinem Markt. So, dann, wir brauchen Import. Haben wir gesagt, gibt's hier? Oh nein. Haben wir nicht? Ach. Was ist meine Interest? Wieso kann ich von euch nicht importieren? Ach, kann es sein, dass ihr keinen Hafen habt? Oh Gott. Doch, ihr habt einen Hafen. Was fehlt dem Hafen? Bitte? Steamers und Dings.
Was, wenn ich Steamers? Nein, ich kann das nicht. Ah, warum nicht? The Germany must have an interest in a strategic region where the other country's market is present. Aber ich habe hier meine Presence. Ich meine, ach, echt jetzt? Oder bin ich erst zu kurz drinnen in dem Bereich? India. Hat nicht so möglicherweise hier keinen Interest. So, ja, unsere Dings, unsere Construction Threshold ist auch stark gestiegen. Mist. Okay. Wurscht. Kaffee. Okay, wir sind alle nicht verbunden. Ah, jetzt ist mir so erst gelb und damit unabhängig. Mal schauen. Kann ich jetzt nicht zu können platzieren? Nein, noch immer nicht. Na, geh bitte. Komm, so. Ich muss mich da einschalten. Machen, muss ich selber tun. Du mobilisierst. Und greift hier an dieser Frau. Weil wir es können. Ich will das vor allem deswegen machen, weil ich habe gesehen, wir haben ein paar von diesen Journal Entries und eins davon ist relativ einfach, nämlich Spitting Fire. Dazu müssten wir im Krieg sein und wir müssten an irgendeiner Front Flamethrower Companies einsetzen. Könnten tatsächlich nicht. Die haben auch Flamethrowers.
Die schicken wir auch da drüber und fertig. Sind die guten Freunde. Hier sind die guten. Na, schauen wir mal, wie das dort unten läuft. Sumatra. Ah, das sind die Revolutionären. Ah, okay. Schauen wir mal, wenn die Revolutionären da sind, dann wollen wir es machen. Du landest doch hier an. Und zwar hier. Kommen nur die 30.000 hierher. Okay, was ist das? Ein Konflikt. Kanak gegen Liberal Revolt, naja, dann helfen wir doch auch glatt mit. Liberale Revolte, das wollen wir auf keinen Fall haben. Obwohl die konservativ sind. Aber es sind die Intellektuellen. Die sind auch konservativ. So, schauen wir mal. Wie lange braucht er noch? 40 Tage? Naja. Freunde, ihr braucht Flammenwerfer für eure Front. Definitiv. So, 1916 haben wir bereits. Hier haben wir noch immer klar den ersten Platz in allem. Ah, Russland hat schon die drittstärkste Wirtschaft oder was auch. Großbritannien ist. Was? Ich hoffe, das ist nicht Ihr Ernst. Wozu habe ich denen eigentlich irgendwas gegeben?
wollte euch in meiner Customs Union haben, ihr Deppen. Yay, Spitting Fire completed. Irgendwo haben wir The Dragon of the Trenches. Although a situational weapon, flamethrower is providing effective in the revolutionary Dutch East Indies with Netherlands as supporting close range trench warfare. It should strike fear into the hearts of our enemies. Germany gets instruments of fear plus 10% moral damage für 5 Jahre oder plus 10% kill rate. Ah, wir machen Kill Rate natürlich. Gut. Ihr lernt es halt so. Das ist so billig, die Obligations bei denen zu kriegen. Was auf jeden Fall einfacher ist, so als dass ich einen Kaffer offers to owe us an obligation will back them in the ongoing diplomatic play. Uff, wo ist das da? Wo bist du? Was will Frankreich? Such geht Kaffer und Wassergarten. Das war's. Machen wir doch gerade mit. So, dann mobilisieren wir noch gleich ein paar Leute. Wo sind meine Truppen hin? Deswegen. Gut. Mobilisieren. Bist du ein guter Verteidiger? Du gehst dann auf jeden Fall. Bist du ein guter Verteidiger? Na, du bist ein guter Angreifer. Du gehst an die Front da unten. Und diese Front hier. Du gehst auch an die Front da unten. Und zwar an diese hier. Du bist auch ein Experte in der Offensive. Dich schicken wir doch glatt
Das ist eine Front, eine Front. Also nur Fronten. Das war's, oder? Mit Fronten. Die zwei Fronten haben wir. Daher. Halt. Was soll das? So, dann brauchen wir noch einen Verteidiger. Das ist ein guter Verteidiger. Hier, in der Front. Der Front machen wir gar nichts, da wollen wir nur verteidigen. So wie das letzte Mal. Und was ist mit du? Du greifst auch. Passt. Passt, 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 passt. Mhm. Außerdem, wartet mal. Ja, okay, machen wir gleich mal weiter. Du musst Escort Convoys, und zwar hierher, okay. Das machst du eh schon. Du machst auch Escort Convoys. Und warte mal, was? Was ist das für eine Form? Wer ist näher? Das Typ wieder. Okay, gut, dann schicken wir da auch jemanden hin zu der Form. Ah, warte mal, da könnten wir die. Ist die eigentlich schneller dort, weil er gleich ums Eck ist? Wir wollen auf jeden Fall, dass Frankreich nicht mehr Kolonien hier gewinnt. Das ist etwas, was ich mache, nicht er. Germany. Work. France back down. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. So, warte mal, vom Kaff haben wir jetzt aber eine Obligation. Was bräuchten wir dafür? Wir bräuchten. Wieso können wir das nicht machen? Wir brauchen mehr Dings. Das heißt, wir machen das nochmal. Defensive Pack Protectorate passt. Alles gut. Ja, super. Vielleicht 300.000 Generäle mobilisiert. Die müssen jetzt den blöden Krieg mit Indonesien gewinnen. Da kommen alle her. Alle gehen daher. Sag mal, wie lange geht denn dieser Kampf noch?
Können Sie ihn bitte langsam verlieren einfach? So muss man das machen. Battleships unlocked. Okay. Das heißt, wir können unsere Schippernackeln besser machen. Brauchen wir mehr? Wir brauchen mehr Ammunition, Ironclads und Radios. Passt. Können uns alles besser. Bin ziemlich sicher, dass das hier auch geht. Nein, das braucht kein Öl. Also insofern ist es natürlich gut machbar. Sollte auch unsere Dings etwas größer machen. Unsere. Nein, noch immer nur plus 17. Wieso das? Sehr gut. Sollte unsere Power Protection besser machen, wenn wir stärkere Schiffe haben. Verstehe ich nicht. Okay, was ist das? Das ist Sulu, na gut. Das ist uns egal. Ich meine, da gewinnen wir diesen Krieg sowieso. Und auch da werden wir den Krieg langsam mal sicher gewinnen. Jetzt, wo meine Truppen da sind. Weil die haben doch eines um einiges bessere. Soll ich die Monsterarmee, um alles zu erobern? Und unsere Geldvorräte sind voll. Unrealized Taxes? Sagen wir Unrealized Taxes? Average Tax Rate 7%. Okay, Workplace Safety ist auf dem höchsten Niveau. Finde ich gut. Mhm.
Okay. An dieser Stelle, meine Herrschaften, machen wir wieder Schluss für heute. Das habe ich jetzt nicht so lange gespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal bald wieder. Bis euch.